Das wird nichts. Halt, still. Das Arschloch. Was war das? Wir gehen hin. Nein, denk nicht einmal daran. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Seine Flanke! Krieg keinen guten Schuss! Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier! Na, wen haben wir denn da? Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Drück die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück! Hier drin geht's gleich richtig ab! Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Überrascht dich das? Ich hab gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Rach? Tut mir so leid. Du kapst es und lässt mich verrotten? Das musste sein. Wir wären beide tot. Du musst das verstehen. Können wir? Er ist es, oder? Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Mehr hast du nicht drauf. Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Ich wollte warten, Eric. Ganz ehrlich, tut mir leid. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Seils galt das wohl nicht.
Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Das stimmt. Wir müssen... Warte! Sie gehört zu uns. Aus dem Weg, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Er hat's gehört. Und jetzt aus dem Weg. Jason, bitte. Tun Sie es nicht. Fuck! Fuck! Das ist eure Schuld. Ins Vorratszelt mit ihr. Sofort! Waffe. Kleiner Rat. Sparen Sie eine Kugel für sie auf. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Immer noch kämpfen. Nein, kannst du nicht. Na komm, gehen wir. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Sie wollen hier rein! Sie wird nicht halten! Das ist unser Haus! Wir bestimmt! Mehr habt ihr Wichser nicht drauf! Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Du wertloser Haufen Schrott! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus! Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Ah!
jetzt nicht deine beste Idee, Rach. Ja, es läuft doch. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Ermi Sanahak! Inglis! Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Nur ein Mox. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Lasch Ahban! Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Umabiului! Sie entscheiden, Colonel. Fesselt sie. Erschießt sie bei Widerstand. Waffen fallen lassen. Okay. Schon gut. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihn! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Al-Hadi. Hyena, Merteke Mossara. Wie ein Nur mit Hyadi. Komm, Clarice! Was ist mit dir? Sie
Sie gehört zu uns. Mehr musst du nicht wissen. Und jetzt ist die Unterhaltung beendet. Wo ist der Mirko hin? Ihr lasst den Fuchs in den Hühnerstall. Ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal. Sie wird sich verwandeln. Es gibt noch Hoffnung. Sie kommt mit uns. Verdammt, sie ist eine von uns. Dass sie es nicht ist. Du warst ich fähig. Das sind Magnoni, das sind acht Magnoni. Am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Clarice! Steh auf! Clarice! Werde es nicht schaffen. Oh, sind verschwendet.
Leg dich nie mit einem Marine an. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Was ist so verdammt witzig? Wenn ihr in Amerika geblieben wärt, wären wir gar nicht erst hier. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen. Dieser Krieg ist eure Schuld. Willst du Ärger? Sagt der Ami mit der Knarre. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Können wir bitte das Thema wechseln? Kein Problem. Leg los. Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Zu Hause? Wo fange ich an? Kein Geld, keine Arbeit, keine Zukunft. Kinder töten einander für ein paar Münzen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das ist zu Hause. So scheint es überall zu werden. Tja. Ich wäre trotzdem lieber dort als in dieser Hölle hier. Sehe ich auch so. Geh durch! Danke. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft?
21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle rettet mich vor seiner Raserei. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also. Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Immer.
Willst du einen Witz hören? Januar 1947, 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Frau? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Ganz schöne Wundertüte hier. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen?
Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Eine kehrt zum Licht zurück, des anderen Licht verlischt. Armer Eric. Zu dumm, aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Bein ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich ganz bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist... Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Jason. Jason, bist du da?
Scheiße. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Alles frei. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Eric wiederzusehen. Er war wie damals, als ich mich in ihn verliebt hatte. Du warst da, als ich dich am meisten brauchte. Dafür werde ich immer dankbar sein. Glaubst du, das hat sich geändert? Ich hol mich schon allein aus meiner Hölle raus. Es ist aus. Suchen wir Kolchak. Ja, du bist wirklich die Queen, Bitch. Ich hätte mich nie mit dir einlassen sollen. Schon lustig. Ich wollte Eric eigentlich endgültig verlassen. Ich wollte ihm doch noch so viel sagen. Doch ich wusste nicht wie.
Es ist Jason. Er lebt noch. Wir sollten los. Ich hab schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir.